Sag mal, Markus, wo ist euer Biomüll? Biomüll für deine Bananenschale? Die kommt hier in den Restmüll. Trennt ihr hier in kleinen Städten nicht zwischen Biomüll und Restmüll? Bei uns in Unterrode machen wir das. Nein, ein Biomüll gibt's hier nicht. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Aber wir trennen Papier und Glas. Und einen gelben Sack für Verpackungen gibt es natürlich auch. Das ist aber auch kompliziert. Ich weiß noch genau, als ich aus Jordanien nach Deutschland gekommen bin, stand ich vor den vielen verschiedenen Mülltonnen im Wohnheim und wusste gar nicht, was wohin kommt. Bei uns gab es immer nur eine Mülltonne. Und jetzt fragst du mich schon nach dem Biomüll. Ja, das mit dem Biomüll finde ich auch nicht so schwierig. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich wusste, was Verpackungen für den gelben Sack sind und dass man Glas auch noch nach Farben trennt. Ja, das ist ja auch eine kleine Wissenschaft. Aber jetzt schaue ich einfach in den Abfallkalender von Unterrode, wenn ich etwas nicht weiß. Da steht ja wirklich fast alles drin. Was in welche Tonne kommt, wie oft der Müll abgeholt wird, wie man Sperrmüll abholen lassen kann, dass man Schadstoffe beim Recyclinghof abgeben kann und so weiter. Der Recyclinghof bei euch in Unterrode nimmt Schadstoffe an? Das ist bei uns auch anders. Die kann man hier in kleinen Städten nur beim Schadstoffmobil abgeben und das kommt nur 4-mal im Jahr oder so. Das finde ich echt blöd. Ich habe im Keller noch so viele Lackreste. So, liebe Hörer, wie an jedem Samstagvormittag ist es bei Radio Unterrode nun wieder Zeit für den Stadtspaziergang, der uns heute auf den Birkenhof führt. Wir alle kennen und lieben ihn, den kleinen Stadtbauernhof neben dem Seepark. Ich bin jetzt mit meiner Kollegin Melanie Krause verbunden. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ja, ich stehe jetzt hier im Birkenhof bei den Ziegen. Neben mir ist Herr Lehmann, der Leiter des Birkenhofs. Herr Lehmann, sind immer so viele Leute hier wie heute? Am Wochenende ist hier immer viel los. Dann kommen viele Eltern mit ihren Kindern, um die Tiere zu sehen. Von Montag bis Freitag ist es etwas ruhiger. Oft aber kommen wochentags auch Schulklassen oder Kindergartengruppen. Schulklassen? Was machen die Schüler hier? Kommen sie mit ihren Biologielehrern? Ja, zum Beispiel. Und ich erzähle ihnen dann einiges über die Tiere und warum sie nützlich sind. Die Schulkinder können aber auch selbst Dinge ausprobieren. Sie können aus der Milch unserer Kühe Butter machen oder aus der Milch der Ziegen Käse herstellen. Und es gibt auch die Möglichkeit, aus der Wolle kleine Geschenke zu basteln. Für Großstadtkinder ist es sicher wichtig, dass sie die Tiere, die zu unserem Leben gehören, nicht nur aus dem Fernsehen kennen. So ist es. Hier haben sie direkten Kontakt zu den Tieren und können manche sogar streicheln, wie zum Beispiel die Ziegen, die Schafe und die Hasen. Sie haben ja auch Schweine und Hühner. Darf man die auch streicheln? Nein, die Schweine und Hühner darf man nicht streicheln. Und unsere Kühe natürlich auch nicht. Aber die Kinder lieben es, die Eier aus dem Hühnerstall zu holen oder die Schweine zu füttern. Das hört sich toll an. Ja, die Kinder haben hier wirklich viel Spaß. Früher hatten sie auch Pferde. Warum jetzt nicht mehr? Wir hatten Pferde, auf denen die Kinder reiten konnten. Aber sie waren dann doch sehr teuer und wir brauchten Platz für den neuen Kuhstall. Deshalb haben wir die Pferde an eine Reitschule verkauft. Ich verstehe. Sie haben aber auch Tiere, die man auf einem Bauernhof normalerweise nicht hat. Ja, das stimmt. Wir haben auch Rehe, die bei uns im Wald leben. Außerdem haben wir Vögel, Papageien und Kakadus. Die Papageien können sprechen und das begeistert die Besucher immer wieder. Herr Lehmann, vielen Dank, dass Sie Zeit für dieses Interview hatten. Neben mir steht jetzt ein Vater mit seiner Tochter. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Sebastian Brenner und das ist meine Tochter Jessica. Wir haben zu Hause einen kleinen Hund, aber Jessica mag Tiere sehr und deshalb kommen wir oft hier zum Birkenhof. Welche Tiere gefallen dir denn besonders gut? Ich mag vor allem die Häschen. Die darf man streicheln. Sie sind so klein und süß. Aber unser Hündchen zu Hause mag ich auch. Es ist erst 4 Monate alt. Ja, die Hasen mag sie wirklich sehr. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Ich gebe jetzt erst einmal zurück zu Sven ins Studio. Ich melde mich später noch einmal. Vielen Dank, Melanie. Wir machen jetzt erst einmal wieder etwas Musik.